Hallo und willkommen bei How-To-Buddies. Wir beschäftigen uns heute mal mit dem eher negativen Fall, wenn euer Motorola Edge 40 mal nicht mehr richtig lädt, beziehungsweise gar nicht mehr lädt. Das heißt, ihr schließt euer Gerät an, es passiert aber nichts, wir kriegen hier keine Info, dass das Handy geladen wird. Und genau, da gibt es eben ein paar Möglichkeiten, ein paar einfache Herangehensweisen, um vielleicht im Vorfeld, bevor man zum technischen Kundendienst damit rennt, wo man ja wahrscheinlich auch Geld dafür bezahlt, erstmal testen kann, woran es eventuell liegen kann, bei einem selbst nämlich auch sehr oft. Haben wir schon oft gehört, dass Leute sich über irgendwelche verschmutzten Stecker oder wie auch immer beschwert haben. Haben wir schon oft was von mitbekommen, dass die Leute dann schreiben, ja, bei mir war die Buchse total verdreckt oder so. Und genau, das sind dann so ein paar Punkte, die wir hier ansprechen. Könnt ihr alle mal im Vorfeld testen. Wenn alles nichts hilft am Ende, ja, dann müsst ihr wahrscheinlich mal zum Kundendienst und mal nachfragen, was es noch sein könnte. Ihr könnt dann aber ja sagen, ihr habt das schon ausprobiert, nämlich das, was ich euch jetzt hier einmal alles zeige. Dann weiß der auch, okay, da kommt jemand, der nicht ganz blöd ist und das schon mal getestet hat und dann muss es wirklich einen schwerwiegenderen Defekt beim Gerät oder beim Akku geben. Also, anfangen tun wir damit, dass wir das Gerät, wenn es denn nicht mehr lädt, egal was wir tun, wenigstens einmal einschalten, beziehungsweise Neustart machen. Wenn das nicht funktioniert, ja, dann sollten wir als erstes gleich mal überlegen, ob denn irgendwas bei uns nicht mehr so ganz funktioniert. Als erstes sollte natürlich euer Strom zu Hause intakt sein, das heißt, an der Steckdose, wo ihr euer Gerät laden wollt, solltet ihr vielleicht einfach mal testeshalber ein anderes technisches Gerät anschließen, einen kleinen Ventilator oder sowas, und wenn der funktioniert, dann wisst ihr, okay, an der Steckdose, an der Stromzufuhr liegt schon mal nicht. Wenn es da schon ein Problem gibt, ja, dann müsst ihr eben entweder mal die Sicherung checken, beziehungsweise dann Elektriker rufen, wenn ihr es nicht selber reparieren wollt, könnt oder Angst davor habt, dass der dann mal nachschaut, ob denn da alles in Ordnung ist. Gehen wir dann mal weiter. Das, was ihr in die Steckdose steckt, ist ja euer Netzteil. Das ist dieses hier von Motorola. Wir haben ja hier eins, wo wir einen USB-C-Anschluss haben, keinen USB-A, wie ihr das vielleicht sonst kennt. Auch das mitgelieferte Ladekabel hat eben auf beiden Seiten einen USB-C-Anschluss, so dass ihr den einen USB-C ins Smartphone steckt, den anderen in das Ladegerät und das dann in die Steckdose. Jetzt kann es natürlich sein, dass das Ladegerät zum Beispiel einen Defekt hat oder das Kabel einen Defekt hat. Das könnt ihr einfach austauschen und dann ermitteln, woran liegt es denn. Wenn jetzt zum Beispiel ein anderes Kabel, was ihr mal probiert, was natürlich auch USB-C auf USB-C hat, wenn das funktioniert, dann wisst ihr, irgendwas ist mit meinem Kabel scheinbar nicht in Ordnung. Dann kann man nochmal ein bisschen rumprobieren, hier ein bisschen drin rumbiegen und so weiter und mit einem anderen Gerät, einem anderen Netzteil versuchen, aber dann ist ziemlich wahrscheinlich, dass das Ladegerät das Ladekabel einen Defekt hat. Anders sollte das Netzteil gegebenenfalls den Fehler verursachen, dann könnt ihr das eben testen, indem ihr das Edge 40 mit eurem mitgelieferten Ladekabel, beziehungsweise mit dem ihr es generell aufladet, wo es auch sonst mit funktioniert hat, einfach mal mit einem anderen Netzteil probiert, dass ihr euch ein anderes USB-C-Netzteil schnappt, wenn ihr eins habt oder irgendwie vom Kumpel leiht oder wie auch immer, und das dann mal ausprobiert. Wenn das Handy dann lädt, wisst ihr, okay, irgendwas stimmt mit dem Netzteil nicht, da kann man nur recht wenig dran machen. Das, was wir bei allen Geschichten höchstens machen können, ist, dass wir diese Eingänge mal überprüfen hier. Denn es kann immer mal sein, dass sich irgendwie Hausstaub, Flusen, Haare oder wie auch immer über einen langen Zeitraum da drin sammeln. Und dadurch, dass man ja nun immer die Stecker da rein prökelt, wird das Ganze eben komprimiert in den Eingängen, genauso hier auch im Smartphone. Und da könnt ihr euch einfach mittels eines Zahnstochers mal helfen, wenn es denn tatsächlich so sein sollte. Vielleicht unter einer guten Lampe oder vielleicht sogar mit einer Lupe. Dann seht ihr vielleicht, oha, da sitzt ja tatsächlich Dreck drin, und dann geht ihr da mal so vorsichtig rein. Aufpassen, dass ihr nicht in der Mitte hier dieses rote Ding dann abbrecht, sondern eben nur vorsichtig. Vielleicht reicht der Zahnstocher dann gar nicht mal oder ist gar nicht dünn genug, dann müsst ihr vielleicht nochmal nach einer Alternative suchen. Von Metallgegenständen kann ich abraten, dass ihr da dann tatsächlich irgendwas mit Metall reinstopft. Das ist bei solchen feinen Kontakten und so immer nicht sonderlich empfehlenswert. Genauso könnt ihr das natürlich hier bei den USB-C-Anschlüssen machen auf beiden Seiten. Da kann sich nämlich auch Staub drin sammeln. Ist halt alles etwas, was so eine Vertiefung mit sich bringt. Und auch hier ganz vorsichtig sein, könnt ihr aber ruhig mal drin herumschaben sozusagen, um gegebenenfalls Flusen und sowas da herauszubekommen. Genauso beim Handy natürlich, das ist eigentlich die Quelle Nummer 1 für sowas, denn wenn man das ständig in der Hosentasche mit sich herumträgt, dann kann das gut und gerne mal sein, dass sich da auch Staub, Flusen, was man so in Taschen auch vorfindet, sich dann da drin festsetzt. Und hier das gleiche, vorsichtig mit dem Zahnstocher drin herumwühlen sozusagen, und manchmal hat man das, dann hat man da so einen Knubbel, der eben die Kontakte sozusagen blockiert, sodass nicht richtig der Strom übertragen werden kann, und schon ist das praktisch dann die Fehlerquelle dafür, dass das Gerät nicht mehr richtig lädt. So, wenn ihr das alles sauber gemacht habt, sollte im Normalfall eigentlich euer Gerät wieder anständig geladen werden können.
Wenn das alles immer noch nichts hilft, würde ich dann mal zu einem Zurücksetzen des Geräts übergehen. Dazu wird es bei uns dann auch in Kürze noch ein Tutorial geben, beziehungsweise je nachdem, wann ihr das hier guckt, wird es das schon geben. Und dann solltet ihr das Gerät einfach mal auf Werkseinstellungen im besten Falle zurücksetzen. Vorher natürlich darauf achten, dass ihr eure Daten sichert, die ihr behalten wollt, denn das geht beim Zurücksetzen ja verloren. Und dann mal gucken, ob das Neustarten sozusagen, das neue Einrichten, auch zur Ersteinrichtung haben wir ein Tutorial, das könnt ihr euch dann angucken, wie das funktioniert, damit ihr möglichst schnell wieder zum normalen Stand zurückkommt mit eurem Gerät. Aber es eben eventuell, wenn es irgendeinen Softwarefehler gab oder so, dass der durch das Zurücksetzen eben behoben wurde. Das sind im Prinzip die Sachen, die man testen kann im eigenen Haushalt bzw. für sich selbst, denn viel mehr Möglichkeiten habt ihr dann nicht. Wenn es ans Innere des Handys geht, kann ich euch nur davon abraten, da selbst Hand anzulegen. Ich habe zwar ein paar alte Geräte früher auch schon mal auseinandergebaut und den Akku getauscht, aber bei den heutigen Smartphones ist das ja bestimmt auch noch irgendwie möglich, aber das sollte man dann wirklich einen Experten überlassen, und wer da nicht die richtige Ausrüstung und das richtige Know-how hat, wie man da vorangeht, da sollte man dann, wie gesagt, die Finger von lassen. Dafür gibt es dann den technischen Kundendienst, dann müsst ihr euch eben euer Portemonnaie mitnehmen und vielleicht mal ein Scheinchen da lassen, aber wenn ihr dafür nachher ein neues Handy bekommt, also nicht ein neues, aber entweder ein Ersatzgerät oder eins mit ausgetauschtem Akku oder wo auch immer dann die Fehlerquelle lag, dann könnt ihr euch zurücklehnen und sagen, okay, dafür hat sich das Geld dann vielleicht doch gelohnt. Ich habe mein Edge 40 wieder, ist ja ein super Handy. Vor allem auch zu einem Preis, wo man nun sagen kann, da lohnt sich das Ganze mit dem Akkuwechsel oder mit dem technischen Kundendienst, der einem da behilflich ist. Und genau, dann sollte das Ganze dann irgendwie erledigt sein. Ich hoffe, ihr findet die Fehlerquelle, wenn ihr denn eine habt, und könnt sie beheben, vielleicht sogar selbst mit unseren Tipps hier. Und dann hoffe ich, dass euch das Video irgendwie helfen konnte, dass euch das Video auch gefallen hat. Dann lasst gerne noch einen Daumen nach oben für uns da. Wie gesagt, nochmal viel Glück beim Fehlerbeheben, und ich hoffe, wir sehen uns in einem weiteren Tutorial hier. Und sag mal, beste Grüße, bis dahin und tschüss.